Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal der Sternwarte Neumarkt. Mein Name ist Werner Stupka und ich habe die Freude, Ihnen das Sternbild des Monats Mai, den großen Bären oder den großen Wagen genannt, vorzustellen. Sie haben vielleicht bemerkt, dass wir ein neues Intro haben. Der Grund: offenbar haben wir nicht nur Zuschauerinnen und Zuschauer in Neumarkt und Umgebung, sondern in anderen Teilen Deutschlands, und wir wurden gefragt: Wie sieht denn eigentlich eure Sternwarte aus? Wir fanden, das ist ein guter Grund, unsere Sternwarte im Bild vorzustellen. Zum Glück haben wir in unseren Reihen einen Fotografen, der auch fliegen kann, nämlich den zweiten Vorsitzenden, unseren Benedikt Schnuche. Er hat uns ein wunderbares Bild von der Sternwarte aus der Luft zur Verfügung gestellt. So sehen wir also von oben aus. Und damit komme ich zum Thema: Das Sternbild des Monats Mai, der große Bär. Ein Sternbild, ja, das dominante, das prägnanteste Sternbild am nördlichen Sternenhimmel. Ein Sternbild, das Sie alle schon mal gesehen haben. Ein Sternbild, das fast alle von Ihnen schon kennen. Und an diesem Sternbild können Sie sich am gesamten nördlichen Sternenhimmel zurechtfinden, denn es ist Ausgangspunkt für Orientierungsschritte zu fast allen anderen Sternbildern. Viel Vergnügen bei dieser Himmelsführung, die ich Ihnen vorstellen darf. Der große Bär. Dieses Sternbild ist vielen Menschen auch als der große Wagen bekannt. Wo ist denn der Unterschied? Ist es ein anderes Sternbild? Nein. Der große Wagen ist das Zentrum des großen Bären. Und vor allem ist der große Wagen der Teil, den man am leichtesten am Himmel findet. Denn er sieht aus wie ein Bollerwagen, der über den Himmel gezogen wird. Ich habe Ihnen im Planetariumsprogramm Stellarium mal den großen Wagen eingeblendet. Sie sehen also hier die vier Sterne des Kastens, des Wagens, und dann geht die Deichsel ab, die Deichselsterne, sehr schön und klar am Himmel zu sehen. Und jetzt blende ich Ihnen auch im Planetariumsprogramm Stellarium den großen Bären ein, so wie er in der griechischen Mythologie auftaucht. Und da sehen Sie, da kommt dann noch der Körper des Bären dazu, da kommt noch der Kopf des Bären dazu und es kommen noch die Pranken des Bären dazu. Dieses Sternbild, der große Bär, der große Wagen, ist ein ganz entscheidendes Sternbild am nördlichen Sternenhimmel, denn es ist das ganze Jahr über zu sehen. Es ist so nah am Himmels Nordpol, dass es beim Umkreisen während des Jahres am nördlichen Himmel nie untergeht. Es ist ein sogenanntes zirkumpolares Sternbild. Es gibt zwei große Sternbilder, die diese Funktion erfüllen, die also nie untergehen. Das ist der große Bär, großer Wagen, und das ist die Cassiopeia. Ich blende Ihnen ein Bild ein, das ich in meinem letzten Urlaub auf Teneriffa aufgenommen habe. Ich habe die Kamera bei oben beim Teide nach Norden gerichtet, Richtung Himmelsnordpol. Und da sehen Sie, dass die Sterne sozusagen um diesen Himmelsnordpol kreisen. Und einige sind so nah, dass sie einen kompletten Kreis bilden. Das heißt, sie sind immer sichtbar. Natürlich ist der Teide mit über 2500 Metern so hoch, dass einige dieser Sternbahnen verdeckt werden. Das heißt, einige dieser Sternbilder sind so nah am Himmelsnordpol, dass sie auf ihrer Kreisbahn um diesen Nordpol, um den Himmelsnordpol, immer sichtbar sind. Sehr schön auf diesem Bild zu erkennen. Um mit dieser Funktion immer sichtbar zu sein am nördlichen Sternenhimmel, hat es natürlich gerade für die Orientierung, für die Seefahrt eine ganz bedeutende Rolle gespielt, denn wenn man die beiden vorderen Kastensterne, also den Merak
und den Tube. Der Tube ist der hellere von beiden. Wenn man die in Richtung Tube verbindet und dann diese Strecke mal 5 nimmt, stößt man genau auf den Polarstern. Damit hat man die Himmelsrichtung Nord gefunden und logischerweise damit auch alle anderen Himmelsrichtungen. Und im großen Wagen ist noch eine dritte schöne Funktion versteckt, nämlich Sie können dort die Stärke, die Sehstärke Ihrer Augen testen. Der vorletzte der Deichselsterne, der Mizar, hat nämlich einen ganz, ganz kleinen Begleitstern, nämlich Alcor, das sogenannte Reiterlein. Sieht aus, als ob er auf dem Mizar reiten würde. Und dieser Stern ist so nah am Mizar, dass viele Augen diese beiden Sterne nicht trennen können. Wenn Sie also beim Blick zum Himmel über Mizar noch das kleine Reiterlein sehen, dann erfüllen Ihre Augen schon mal eine ganz, ganz gute Funktion. Sie können diese beiden Sterne trennen, sehen Sie also dann auch scharf. Wie finden Sie nun dieses Sternbild des großen Bären? Ich habe hinter mir ein Foto eingeblendet, das meine Astrofreundin Christina Birkenhage aufgenommen hat. Sie hat eine kleine Sternwarte bei Nürnberg. Sie hat es mit einem 50 mm Normalobjektiv aufgenommen, eine Belichtungszeit von circa einer Stunde. Und Sie sehen den großen Wagen so, wie Sie ihn aktuell sehen, wenn Sie im Mai sich so drehen, dass Sie nach Norden blicken und zum Zenit hochblicken, dann sehen Sie den großen Wagen und ergänzt dann um die Sterne des großen Bären so am nördlichen Himmel, fast am Zenit. Der Kasten steht im Westen, also links, und die Deichsel geht im Osten weg, also rechts. Damit Sie ein Größenverhältnis sich vorstellen können, habe ich Ihnen das gleiche Bild jetzt eingeblendet mit einem Bild des Vollmonds. So ist die Größe des Vollmonds, wenn man den Vollmond hineinprojiziert in den großen Wagen. So können Sie ungefähr einschätzen, wie groß dieses Sternbild ist. Woher kommt denn der Name? Der große Bär. Da war natürlich wieder der Gottvater Zeus beteiligt. Zeus war ja, wenn Sie meine Geschichten verfolgen, die ich erzähle, wissen Sie das bereits, immer hinter den Frauen her, und es hat ihm eine Nymphe, Kallisto, besonders angetan. Die Nymphen in der griechischen Mythologie waren Priesterinnen, die sich also der Fleischeslust entsagen mussten. Aber wenn da der oberste Gott kommt, also Zeus, jedenfalls wurde Kallisto schwach. Und sie wurde nicht nur schwach, sie wurde auch schwanger von Zeus und gebar ihm einen Sohn, nämlich Arkas. Und die Frau von Zeus, Hera, hat das mitbekommen und war wenig amüsiert drüber, not amused, wie man in jetzigen Herzschlagkreisen sagen würde. Und sie hat die Kallisto in einen Bären verwandelt, in eine Bärin verwandelt und hinausgejagt in den Wald. Arkas wuchs bei Pflegeeltern auf, wurde groß und stark, ein großer Krieger. Zeus war ja auch sein Vater. Und eines Tages ging er hinaus in den Wald auf die Jagd. Und dann sah er einen großen, mächtigen Bären, eine Bärin. Er wusste natürlich nicht, dass das seine Mutter war, und er schlich sich an und wollte sie erlegen, wollte sie töten. Das sah Zeus, und er wollte diesen Muttermord verhindern, und er packte seinen Sohn Arkas, verwandelte ihn in einen kleinen Bären und packte dann die Mutter und den kleinen Bären am Schwanz und schleuderte beide an den Himmel, damit sie dort verstirnt sind, unerreichbar für Hera und auch nicht in der Gefahr sind, dass hier ein Muttermord passiert. Und das ist auch der Grund, wieso die Schwanzsterne der beiden Bären, des großen und des kleinen Bären, so lange sind, so groß sind, weil sie von Zeus an den Himmel geschleudert wurden. Welche Besonderheiten können Sie im großen Bären sehen? Der große Bär ist eine Heimat für Galaxien. Wir sehen dort besonders viele Galaxien. Ich bin schon im April gefragt worden beim Löwen, wieso sieht man in manchen Sternbildern so viele Galaxien und in anderen nahezu keine? Die Antwort ist eigentlich ganz einfach und banal, weil der Blick in die Weiten des Universums
bei diesen Sternbildern nicht getrübt wird durch die Milchstraße. Unsere Milchstraße besteht ja nicht nur aus 150 Milliarden Sternen. Die Milchstraße ist eine Ansammlung von gigantischen Gasnebeln, von Dunkelwolken, von Materieansammlungen. Ist also sehr, sehr wenig durchsichtig. Und alle Sternbilder, die auf der Ebene der Milchstraße liegen, lassen den Blick nach außen in die Welt außerhalb kaum zu. Aber anders ist es beim großen Bären. Dort blicken sie fast ungestört hinaus in die Weiten des Universums. Das war auch der Grund, wieso das Hubble-Teleskop im großen Bären diese erste aufsehenerregende Aufnahme gemacht hat, nämlich Galaxienansammlungen quasi kurz nach dem Urknall in einer Entfernung von 10, 11 Milliarden Lichtjahren. Also ein Wimpernschlag nach dem Urknall. Das ist aber nur ein kleiner Ausschnitt. Wir können mit den größten Teleskopen auf der Erde ca. 50 Milliarden Galaxien fotografisch erfassen, also sehen, dass sie existieren. Tatsächlich gibt es im Universum zwischen 1 und 2 Billionen Galaxien, also in Langschrift über 1000 Milliarden Galaxien und alle mehr oder weniger so wie unsere Milchstraße, also bestehend aus ca. 100 Milliarden Sonnen, also Sternen, und in einer Größe, in einem Durchmesser von ca. 100.000 Lichtjahren. Und viele dieser Sonnen, viele dieser Sterne haben auch Planeten. Im großen Bären können Sie eben besonders viele von den Galaxien sehen, eben weil die Milchstraße, unsere Milchstraße, die Sichtversperrung weit davon entfernt ist. Ich zeige Ihnen einen kleinen Ausschnitt von den schönsten Galaxien, die wir im großen Bären fotografiert haben, meine Astrofreunde und ich, ein kleines Potpourri. Lassen Sie mich beginnen mit dem Bild von einem wunderschönen Galaxienpaar M81 und M82 im großen Bären. Dieses Galaxienpaar hat von unserer Sternwarte Neumarkt Gerald Reiser fotografiert. Sie können diese große Galaxie M81, wenn Sie Glück haben, sogar mit dem Fernglas sehen. Ich zeige Ihnen mal im Planetariumsprogramm Stellarium, wie Sie den Weg dazu finden können. Sie gehen wieder zum Kasten des großen Wagens. Bei den inneren Kastensternen, also dort auf der entgegengesetzten Seite, wo die Deichsel weggeht, ist der innere Kastenstern Vecta. Von Vecta ausgehend auf die schräg gegenüberliegende Seite, auf den hellsten Stern im großen Wagen, der Tube. Und dieser Abstand dieser beiden Sterne verdoppelt in der Richtung die Linie weiterziehen. Dort treffen Sie auf Boots Galaxy oder auf M81. Sie werden in einem Fernglas nur ein kleines Pünktchen sehen, das ein bisschen schwammig, ein bisschen neblig aussieht, wenn Sie Glück haben. Ansonsten bleibt noch der Weg zu uns auf die Sternwarte. Welche sonstigen Galaxien haben wir oben im Sternbild des großen Bären? Das zweite Juwel im großen Bären ist die Strudelgalaxie M51. Sie ist 24 Millionen Lichtjahre von uns hier entfernt. Und damit Sie mal einen Eindruck haben, wie diese Galaxie mit verschiedenen Brennweiten wirkt, also mit verschiedenen Vergrößerungen, zeige ich Ihnen eine Serie, die meine Freunde und ich aufgenommen haben. Das erste Bild ist von Christina Birkenhage. Sie hat die Strudelgalaxie mit einem 400 mm Teleobjektiv aufgenommen und ihrer Nikon. Wunderschön, wie die Strudelgalaxie wie ein schimmernder blauer Diamant in den Tiefen des Universums hängt. Das zweite Bild, das ich Ihnen jetzt einblende,
Das ist von Gerald Reise. Er hat eine Brennweite von 1380 mm eingesetzt und eine Belichtungszeit von 120 Minuten für sein Foto benötigt. Das dritte Bild ist von unserem Mitglied Thomas Mohn mit 2600 mm Brennweite und einer Belichtungszeit von 45 Minuten. Also man sieht schon deutlich mehr von dieser schönen Galaxie. Und das letzte Bild ist von mir. Ich habe mit einer Brennweite von 4000 mm fotografiert und eine Belichtungszeit von 110 Minuten für diese Aufnahme der Strudelgalaxie benötigt. So, und jetzt hole ich Sie wieder zurück in die Wirklichkeit auf der Erde, zurück aus der Reise durch die Weiten des Universums. Das war das Sternbild des Monats Mai, der große Bär, der große Wagen. Ich danke Ihnen, dass Sie dieses Video bis zum Ende angesehen haben und ich freue mich, Sie im Juni begrüßen zu dürfen zur neuen Ausgabe des Sternbild des Monats von der Sternwarte in Neumarkt.